In der Schlacht fiel ihr Sohn in soldatischer Pflichterfüllung getreu seinem Fahnen Eide für das Vaterland. Dreimal erhielt meine Großmutter im Lauf des Zweiten Weltkrieges diese Nachricht. Drei ihrer Söhne waren gefallen, zwei schwer verwundet, als 1945 der Krieg zu Ende war. Liebe Mitglieder unserer Vereingemeinschaft St. Christophorus im Mainbogen, liebe Gäste, Corona-bedingt fällt an diesem Sonntag eine Feier aus, die wohl nicht allzu viele vermissen. Das Totengedenken am Volkstrauertag auf den Friedhöfen in unserem Land. An meiner früheren Stelle spielte das kaum eine Rolle. Da waren es sowieso nur wenige Offizielle, die daran teilnahmen. Hier in Sennfeld und wohl auch in vielen Orten in unserer Gegend hat das ein ganz anderes Gewicht. Das mag damit zusammenhängen, dass da vielleicht noch lebendiger ist, was meine Großmutter durchleiden musste, als sie immer wieder diese Nachricht über den Tod eines ihrer Kinder erhielt. Ich muss gestehen, dass ich früher diesen Volkstrauertag nicht so recht verstanden habe. Ein Aufmarsch von Offiziellen, von Bundeswehr, von Pfarrern beider Konfessionen. Das hat sich aber geändert. Ein Text, den seit 1952 der Bundespräsident an diesem Tag verliest, lautet: Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder auch Gefangenschaft als Vertriebene oder Flüchtlinge ihr Leben verloren. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten. Aber macht so ein Gedenken Sinn heute, 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs? Die Generation meiner Großeltern lebt schon lange nicht mehr. Auch die Generation meiner Eltern kann kaum mehr etwas erzählen. Wenn ich aber sehe, was in zwei Generationen vergessen wurde, dann macht so ein Gedenken nicht nur Sinn, sondern es ist notwendiger denn je. In Deutschland werden wieder Minderheiten verfolgt. Der Antisemitismus lebt neu auf. Weltweit werden Kriege geführt, die wieder neue Opfer, wieder neue Gewalt und wieder neue Auseinandersetzungen fordern. Krieg wird wieder als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln gesehen. Die Menschen dabei sind egal. In Deutschland feiert der Extremismus fröhliche Urstände, links wie rechts. Hassposts oder Aufrufe, die direkt oder indirekt zu Gewalt aufrufen, werden im Netz immer häufiger. Weltweit kommen Menschen an die Macht, die in ihrer eigenen Welt zu leben scheinen und alles andere nicht nur ignorieren, sondern sogar verteufeln. Das sind Warnzeichen genug. Es ist gut, heute am Sonntag einen Blick in die Bibel zu werfen, in einen Text, der an diesem Wochenende in den Kirchen gelesen wird. Er stammt von Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Thessalonich. Er schreibt: Während die Menschen sagen, Friede und Sicherheit, kommt plötzlich Verderben über sie wie die Wehen über eine schwangere Frau. Und es gibt keinen drinnen. Ihr aber, Schwestern und Brüder, lebt nicht im Finstern, sodass euch der Tag nicht wie ein Dieb überraschen kann. Ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Christen haben diesen Warnzeichen heute etwas entgegenzusetzen. Ihren Glauben an den Gott des Lebens, ihre Hoffnung, dass sich immer etwas ändern lässt, ihre Liebe, die versöhnt und nicht spaltet. Christen, Menschen aller Religionen wissen, dass Erinnerung, dass Feiertage, die an etwas erinnern, mehr bewirken können, als nur eine Feier zu sein. Die Gemeinde Sennfeld, der VdK, die Sennfelder Vereine,
Sie werden auch ohne Feierstunde in diesem Jahr einen Kranz hier niederlegen. Das Anliegen ist Ihnen wichtig genug. Auch ich will jetzt dann eine Kerze hier anzünden. Für die Familie meines Vaters, die so viel durch den Krieg verloren hat. Für alle Familien, die bis heute unter den Folgen des Krieges oder unter Krieg leiden. Im Gedenken an alle Opfer, die jeder Krieg immer wieder neu fordert. Ich will die Worte des Bundespräsidenten zu Ende sprechen. Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren. Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind. Wir trauern mit allen, die Leid tragen, um die Toten und teilen ihren Schmerz. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern. Und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.